So Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Im letzten Part haben wir zwei Bosse besiegt. Nämlich einmal, genau, Jorm den Riesen da oben. Und einmal die Tänzerin, von der wir auch zwei schöne Waffen bekommen haben. Und diese Folge wollte ich ein bisschen ausnutzen, um euch so ein bisschen, ja, die anderen Waffen zu zeigen. Um mal zu gucken, wie die Waffen so sind. Und ob ich vielleicht sogar meine Waffen umstelle. Ob ich statt dem Ushigatana mit anderen Waffen diesmal kämpfe. Bleibt die Frage so ein bisschen, wo kann man am besten diese Waffen zeigen? Welche Gegner sind nicht zu einfach, aber auch nicht zu heftig? In der Gruft haben wir größtenteils Skelette vor uns. Bei den Ytryl-Viechern, ich weiß nicht. Iritil, Entschuldigung. Ich weiß nicht, die können teilweise auch schon zu heftig gewesen sein. Ah, da war Sullivan. Der Pharaon-Feste. Ich meine, hier in der Pharaon-Feste haben wir einen Sumpf, wo wir den erkunden müssen. Aber haben wir noch ein paar andere Gebiete, wo ich noch nicht ganz 100% erkundet habe? Ich meine, hier in Onolondo sind wir durch. Bei Jorm den Riesen. Stimmt, den Kerker von Ytryl fehlt mir noch ein bisschen etwas, jetzt wo ich Schlüssel habe. Da können wir theoretisch mal hingehen. Das sind zwar relativ aktuelle Gegner, die ich da habe, aber ist ja nicht so tragisch. Nebenbei, wir haben heute Sonntagabend. Ich wollte es mal gesagt haben, ich bin nicht in der besten Stimmung, weil ich morgen wieder früh arbeiten gehen muss. Letzte Woche erstmal. Und dann haben wir ganztägig Schule. Toll, nicht wahr? Fangen wir mit dem Fallen Großschwert mal an, würde ich sagen. Ich finde es eher schön, dass ich jetzt das Fallen Großschwert mit einer Hand tragen kann. Stimmt doch, oder? Ja, genau, 68,6. Und mein Schild trotzdem halt beibehalten kann. So. Lässt sich von der Seite öffnen. Alles klar. Also müssen wir einen anderen Weg dazu finden. Gucken wir doch mal. Wie ist das Schwert gegen den einen bösen Mob hier? Mob? Ah, der ist er ja. Okay. Relativ langsame Angriffsgeschwindigkeit. Wer jetzt erwartet. Dafür aber relativ effektiv. Wie sehen mich jetzt bei den Viechern denn so aus, hä? Ja gut, machen noch ein bisschen wenig Schaden. Und der Rückschlag ist noch ein bisschen heftig. Aber an sich geht das schon irgendwie klar. Das habe ich in der Runde auch voll getriggert, das ist das Interessante. Okay, mit zwei ganz normalen Angriffen ist so ein Gegner auch schon hinüber, obwohl ich das Ding nur einmal skaliert habe. Skaliert, geskillt. Na, hör auf mit der Scheiße. Ich weiß nicht genau, wie du meinen HP senkst, ob du in meiner Nähe sein musst. Oder ob du so ein komisches Blutritual machen musst. Oh, ich kann nur zwei Rundumschläge machen, weil er extrem viel Ausdauer verbraucht. Auf die Ausdauer habe ich gerade gar nicht so genau geachtet, wie viel ich da verbrauche mit dem Großschwert. Boah, schon heftig. Oh, danke für die AP. Du bist nicht Michael Jackson, hör auf mit der Scheiße. Okay, drei Angriffe kann ich locker mitmachen. Das ist, denke ich, schon mal ganz in Ordnung. Jetzt muss ich zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich da auf der anderen Seite gehen muss, um alles zu erkunden. Aber ich kann ihn richtig schön humiliaten damit, das gefällt mir. Boah. Man kann ja echt ownen mit dem scheiß Großschwert, ey. Ich meine, das Großschwert ist riesig, ne? Ja, fast so groß wie ich, aber... ist echt cool, muss man sagen. Also ich denke, damit haben wir keine scheiß Waffe bekommen. Das Großschwert ist schon echt heftig. So, hier unten war es spontan. Haben wir ein paar. Wie läuft das eigentlich, wenn ich, wie läuft das eigentlich? Oh, nicht schlecht. So, nehmen wir hier eh vorbei. Boah. Und noch einen hinterher.
Okay, die kann man ziemlich einfach mit ausschalten. Aber sehr einfach. Schauen wir sie alle aus. Na, gerade die Reichweite gefällt mir richtig von dem Schwert. Dass ich einfach safe einen Angriff machen kann, ohne dass mir was passieren kann bei den Viechern. Das ist nochmal cool. Cool, Schlüssel. Wer hat das benutzt? Was hast du denn hier versteckt? Asche des Gefängnisleiters. Ach, hier sitzt der Gefängnisleiter rum. Arme Fritter. Okay. Da wir seine Asche bekommen haben. Was sagt ihr hier denn? Vorsicht vor links. Achso, der hier. Vorsicht vor links, ja. Den haben wir schon gefunden, den Typen. So. Asche können wir abgeben für neue Sachen. Die ganzen Käfige hier sind fake. Da steht ein Typ in der Ecke. Das müsste sogar der Typ sein, den ich am Leben gelassen habe. Beziehungsweise beim ersten Test meines neuen Schwertes einmal ein bisschen zu heftig gewesen bin. Ist schon cool. Ist schon sehr cool mit so einem Lore-Sprungangriff. Ah, jetzt hat mich einmal erwischt, leider. So gut sind wir doch noch nicht mit dem Heroes-Schwert, dass ich das verhindern kann. Aber man merkt schon sehr, in welche Richtung das geht mit dem Schwert. Hat was. Kann mir vorstellen, das auch zu behalten. Aber habt ein bisschen Sorge, dass es dann doch zu langsam ist für gewisse Gegner, weil ich mag halt meine schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Ist eigentlich noch jemand? Weiß nicht. Oh, da war einer. Ne, alles raus. Oh je. Oh je, die Maden killen mich, ne? Nein, nicht ganz. Oh shit. Oh shit. Gib mir mehr HP, Alter. Oh shit. Oh, das war close, ey. Puh, hat er mir Leben weggesaugt, der Arsch. Huiuiui, okay, wie viel Schaden machen die Maden eigentlich? Prozentual Schaden machen die nur. Das ist freundlich. Ah, das zu verhindern. Ja, mit dem Ushigatana ist der ja deutlich einfacher zu bekämpfen. Das Problem bei der hohen Angriffsgeschwindigkeit ist das Gute an der hohen Angriffsgeschwindigkeit ist ganz einfach. Ich kann sehr, sehr schnell sehr viel Schaden machen. Klar, ich kann jetzt im Großschwert noch ein bisschen weiter hochskillen, dass ich damit mehr Damage mache. Huch, der ist schon hier. Dass natürlich die normalen Blows deutlich heftiger sind, klar. Nichtsdestotrotz ist mir die schnelle Angriffsgeschwindigkeit mit dem, ich sag mal, decent Schaden doch deutlich angenehmer. Aber gut, hier ist dann doch nichts mehr. Das heißt, die Asche vom Gefängniswärter war das Einzige, was wir auf dieser Ebene hier bekommen haben. Okay. Dann gehen wir noch rüber zur anderen Ebene. Behalten wir das Ferngroßschwert? Ich meine, wir haben schon einen relativ guten Eindruck bekommen über die Waffe. Ich würde sagen, wir nehmen die andere Waffen. Dann gucken wir, wie wir mit denen sind. Da müssen wir eigentlich relativ wenig Schaden mitmachen. Dafür aber eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit haben. Wo sind sie denn, meine schönen Doppelschwerter? Wir können den Drang- und Doppelspiel auch mal benutzen, theoretisch. Das war ganz interessant. Genau, hier sind sie ja. Das Doppelmagie-Schwert des Tänzers. Und ich habe mit denen keine Abwehr. Also keine Abwehrhaltung.
Tab rein um Angriffe. Okay. Na gut, ich kann ganz schnell switchen. Schauen wir, wie die so sind. Muss eigentlich sehr interessant sein. So, hier haben wir eigentlich die kleine Abkürzung schon geschaffen. Ich glaube, die Frage, ob da noch irgendwas war, wo ich Schüssel bräuchte, weiß ich gar nicht. Schlüssel voraus. Wir könnten theoretisch hier runtergehen. Aber ich probiere die ersten Gegner auszuschalten. Schauen wir mal. Der macht nix. Hätte ich nur Freund. Den als Freund will ich aber nicht haben. Okay, normale Angriffe sind ganz interessant. Das hat was, dieses Angriffsmuster mit denen rumtänzeln. Ja, und der zielt voll einfach den Brenneisen reindrücken. Ah. Wenn du nicht so gemein wärst und meine HP die ganze Zeit im Clown wärst, dann wäre es ganz witzig, mit dir zu kämpfen. Aber nee, du bist unfair zu mir. Und unten quengelt einer rum, was mich nervt. Aber das mit den Tänzen ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist sehr cool, vor allem, weil ich einen Gegner mit den Flammen setzen kann. Die recht heftigen Schaden dafür bekommen. Für den ist es ein bisschen blöd irgendwie. Der lässt sich nicht in Flammen setzen. Probieren wir mal das Einschwert. Die Einschwert-Variante. Wobei das eigentlich ziemlich blöd ist, denke ich mal. Wir können ja auch mal die Farron-Variante als Doppelklinge nehmen. Und die Angriffsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Das muss man eben schon lassen. Die Angriffsgeschwindigkeit ist übelst hoch. Nur, naja, der Schaden ist dementsprechend geringer. Aber ich kann mir auch vorstellen, damit rumzukämpfen. Weil sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit gefällt mir. Oh, es hat irgendetwas. Weißt du was? Den haben wir mal ganz kurz, ganz schnell fertig. Einfach, dass wir drei auf einmal sind und ich mag mich drei auf einmal. Das ist irgendwie unfair. Da ist es ja. So. Bist du denn rumquengeln ist? Ne, eigentlich nicht. Aber es geht mal nicht darum, zu dir hinzugehen. Ziemlich effektiv abgewehrt, um euch zu geben. Oh. Na gut, das kann ich natürlich nicht abwehren. So.
So, haben wir hier noch irgendetwas gehabt? Nee, es war ein Aufzug. Weil mich Aufzug mal gebracht. War es ein Shortcut? Wenn man das jetzt nochmal wüsste, ne? Das ist eigentlich gar nicht so lange her, wohlgemerkt. So wie es aber aussieht, ist der Schlüssel echt nur für die Asche des Gefängniswärters gewesen. Oder ist da noch irgendwo was zu? Also die beiden Tore sind offen und dahin wird auch offen gewesen sein, weil von da war ich mal angegriffen. Bleibt trotzdem die Frage, wie komme ich da hinten hin? Das muss ich jetzt mal ein bisschen genauer untersuchen. Denn da hinten auf der anderen Seite haben wir eine Tür gehabt, die ich nicht von dieser Seite öffnen kann. Da muss irgendwo hier eine unsichtbare Wand sein. Die anscheinend noch keiner gefunden. Leute, ich hab mich gerade erschrocken, ey. Der Penner, ey. Irgendwas hier ist unsichtbar. Irgendwas hier ist nicht so, wie es sein soll. Muss ja. Merkwürdig. Weil das hier... Ach so, den Gang habe ich gar nicht gesehen. Schon wieder eine rostige Goldmünze. All hail the rusty gold mines. Denn, wo war es? Ach, hier oben war das, ne? Genau, weil das hier können wir nur von einer Seite öffnen. Wo ich keine Ahnung habe, wie man da hinkommt. Es geht ja anscheinend weiter und dann in dem Gang. Lässt vermuten, dass es ein bisschen weiter weg ist. Also nicht jetzt zwingend hier. Es führt auch ein bisschen runter. Kann mir also auch vorstellen, dass es halt von unten ist. Auf jeden Fall von unserer Seite hier. Auf der Seite auf gar keinen Fall. Nein. Nein. Das ist jetzt so obvious. Da könnte man aussehen schon drauf stoßen. Bei ihm wahrscheinlich auch nicht. Und was hier in den Kerkern? Äußerst merkwürdig. Nö. Und hier in diesen ominösen? Auch nix. Okay, wie kommt man da hin? Und wer trampelt hier rum? Ich habe drei umgebracht. Ach. Kennt ihr den Gang da unten? Da waren wir auch gewesen. Als wir am Riesen vorbeigegangen sind, dieser ewige lange Weg bis zum nächsten Bonfire. Das war dieser Weg. Da trampeln die rum. Vielleicht kommt man von da unten irgendwie nach oben. Das kann sein. So als Shortcut quasi. Wird man nicht zu lange halt kein Bonfire hat, ne? Ja, das ist möglich. Und ich habe den wahrscheinlich irgendwie übersehen oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Das würde auch mehr Sinn ergeben, weil es ist ja echt ein langer Weg ohne Bonfire. Also klar, es ist Dark Souls, natürlich. Aber selbst für das bisherige Verhältnis von Dark Souls war das echt lange ohne Bonfire. Das kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen, weil es war echt heftig gewesen da drin. Ne? Und dann haben wir auch nur ganz knapp geschafft. Ach, da ist die. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Auflevel-Tuse? So. Erstmal Schattenasche übergeben. Was hast du denn so Schönes bekommen? Schlüssel vielleicht? Nein, kein Schlüssel.
Was können sie denn bekommen haben dadurch? Mehr Rüstungsteile? Oh. Xantus Übermantel. Klingt sehr interessant. Xantus. Scheint auch ein Boss zu sein aus den früheren Dark Souls, denke ich mal. Ist Dark Souls 1 vielleicht? Lederhandschuh. Hm. Ganz klassische, easy Verteidigung. Karlats spitzer Hut? Karlats der Grau oder was? Ein Gandalf oder wie? Okay. Und schon mal ganz kurz, was brauche ich, um das Fern- und Großschwert oder meine Doppelschwerter aufzuwerten? Was brauchen wir denn dafür? Fürs Fern- und Großschwert brauche ich Titanitschuppen, davon habe ich einige. Na, selbstverständlich. Für die beiden Doppelschwerter auch. Titanitbrocken, davon habe ich nur einen. Ich bin für die Doppelschwerter. Wir behalten die Doppelschwerter, die werten wir heftig auf. Mal kurz gucken, kann ich das auch schaffen? Vom Gewicht her, dass ich meinen Ushigatana mit dabei habe? Nein, ganz knapp nicht. Wenn wir einmal runtergehen, nochmal vom Gewicht her, ich weiß, das mache ich häufig, dann kann ich ja mein Doppelschwerter zusammen mit dem Ushigatana führen. Welcome us. Wie viele Seelen brauchen wir denn dafür? 37.000. 37.000. Kriegen wir die hin? Ich habe gar keine Seele mehr. Ich könnte zwar die Seelen von den Bossen hier benutzen, aber irgendwie will ich das nicht. Und das ist die Seele vom Diakon. Interessant. Okay. Bleibt die Frage, was machen wir jetzt? Gehen wir weiter vom Gebiet her? Also wohlgemerkt da weiter. Oder gucken wir uns nochmal hinter der gottlosen Hauptstadt das Ganze an. Würde ich mich mehr dafür interessieren, wenn ich ehrlich bin. Weil da waren Sachen, die ich übersehen habe. Ich denke, wir gehen erstmal zurück zum Ushigatana. Der wenigstens nicht mitten im Kampf. Und dann will ich nochmal gucken, was beim Riesen da los ist. Weil da war ja einiges an Items, was ich gerne haben will. Bis wir genug Seelen haben, dann kann ich einmal downgraden. Dann kann ich einmal die beiden Doppelschwerter nehmen, zusammen mein Ushigatana. Und ich denke, wir haben auch endgültig genug auf die Scheiße geskillt. Alter, ich mach so viel auf diese Gewichtsreduzierung. Vielleicht wahrscheinlich viel zu viel. Vor allem, da es ja grundsätzlich nur ausprobieren ist. Ach. Das ist ja auch interessant, ich komme gar nicht mehr zurück. Ich komme gar nicht zurück. Ja, gut. Ja, vielleicht mit einem Jump. Dreh mich das um? Ich glaube nicht, ne? Geh mal weg, Tisch, du nervst. Ui, jetzt war knapp. Wie jetzt? Da komme ich jetzt nicht hoch. Oh, bist du gemein, Spiel. Ach, guck mal an. Ist aber echt gut versteckt, die Leiter, muss man zugeben. Warum macht man sowas? Warum geht nicht einfach eine eingestürzte Treppe, so eine Rampe dann dahin? Nein, man muss eine Leiter in der Ecke verstecken. Salz, Salz, Salz. Okay, wir sind oben. Kommt der Gargoyle jetzt eigentlich wieder? Na, zumindest sitzt er da rum. Wahrscheinlich könnte er jetzt, ne? Wenn er hinter mir kommen würde, wäre witzig. Ja, tschüss, ich hab keinen Bock auf dich. Ich fand den Moment so gut, wo ich gegen ihn kämpfen musste, wo ich kein Estus mehr hatte. Das war witzig. Oh. Ja, und da oben waren wir vorhin gewesen. Ja, wir können sie alle nacheinander ausschalten, ne?
Oh, der Typ. Wie schnell kam der hingeswappt? Also ohne Scheiß, wie schnell kam der zu mir hingeswappt? Hallo HP! Also so ursprünglich sollst du ein Balken sein, jetzt bist du ein Strich geworden. Oh nee, jetzt traue ich mich nicht. Nicht gegen zwei. Die lachen! Er hat daneben geschlagen. Ich brech vom Zaun ab. Er hat daneben gezielt. Ah, der Noob. Ja gut, die Option war jetzt gewesen, gegen die Typen zu sterben oder gegen den Gargoyle zu sterben, wenn ich den Trigger nichts nah rankomme. Insofern die Typen habe ich dann eher genommen. Oh, es sind immer noch zwei. Oh, wie viele sind denn das? Ich meine, ich kann noch vorbeilaufen, selbstverständlich, aber... Au. Jetzt geht das Ganze schon wieder los. Die laufen. Und wie die lachen dabei. Und es hat wieder geklappt. An derselben Position. Na fast. Runterschubsen. Runter. Ja. Und er verschwindet einfach. Hui. Und wie ist der hier gestorben? Ist er runtergesprungen oder was? Jumpt einfach runter. Okay, er wollte anscheinend nicht von den Typen sterben, also jumpt er lieber runter. Ja. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Okay, damit haben wir alle von diesen komischen Drecksviechern erledigt. Es kann natürlich auch sein, dass von da aus irgend so ein Secret-Gang nach oben führt, ne? Achso, die Ratten. So, vorhin führte dieser Gang nochmal. Ging das zum Aufzug? Ne, kann nicht sein. Wart mal kurz. Bin ich hier weitergegangen? Der Aufzug ist nicht da. Doch, hier war ich. Was wird hier so geschrieben? Geste wird benötigt. Versucht Rache. Status? Nee. Wie kann ich Gesten vollführen? Welche Gesten habe ich überhaupt? Kann man das sehen? Wieso habe ich das ausgerüstet? Bullshit. Eid. Eid habe ich keine. Schnellzugriff. Bringt mich aber nicht zu den Eiden. Eiden sah schon, zu den Sachen. Das ist nur mein Status. Achso, wenn ich Nachrichten machen will. Okay, wird also irgendeine Drachengeste benötigt. Okay. Interessant. Aber nicht ganz das, wonach ich gesucht habe. Wir wollten ja eigentlich gucken. Ja gut, hier vorne den Geheimgang wäre seltsam. Wobei es schon irgendwie Sinn ergeben würde, weil der war da hinten. Kann auch sein, dass er da irgendwie wieder rumbekommt. Komm her, große Ratte. Ich finde es schon cool, wie ich trotzdem von dir beeindruckt bin aufgrund deiner Größe, aber du kannst einfach gar nichts. Du brauchst so lange zum... Lol. Wollte ich gerade was sagen und dann greifst du mich heftig an. Du brauchst so lange zum Angreifen, meinte ich. Du machst keinen Damage. Lol, wirklich. Lol, wirklich. Ich werde von Ratten gesnackt. Und ich dachte, in meinem Leben werde ich nie von Ratten sterben. Gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
No. Wir gehen nächsten Part schön weiter bei der Tänzerin des Nordwindtals. Irgendwann machen wir nochmal den Riesen da, aber jetzt nicht. Jetzt bin ich gerade bedient. Nicht von Ratten. Alles nur nicht von Ratten. Fucking Ratten. Da mache ich mich doch mal lustig, dass das heißt, man kann von jedem Gegner in Dark Souls sterben. Ja, kann man. Wenn man blöd ist und sich von denen einkerkern. In die Ecke drängen lässt. Dass man nichts machen kann, weil alle unterschiedlich angreifen. Oh, shit. Ja, das weiß ich. Gut, wir machen hier beim nächsten Part weiter. Gucken uns das neue Gebiet an. Ich brauche ein Level. Bis dann, ciao.